Hallo Freunde und herzlich willkommen zum Woodruff, ein Snipple auf Azimuth. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe mal nachgeschaut, wie es weitergeht. Ich bin nicht drauf gekommen. Und wir kommen im Moment tatsächlich noch nicht da rein, wo wir da rein wollen. Aber wir müssen was anderes da machen. Und zwar müssen wir, und da bin ich definitiv nicht drauf gekommen. Guckt, hier gibt es nämlich eine Hohlspirale. Genau. Und da können wir was machen. Und da können wir nämlich die Muschel mit benutzen, um in die Statue zu kommen. Und das war die letzte Silbe, die uns noch gefehlt hat. Also, ja, ich bin echt nicht drauf gekommen. Einmal dieses ganze Ding ja ist nur die Bazug-Statue. Aber hier gibt es einen ganz kleinen Hotspot dafür, wo was ganz anderes ist. Ja, das finde ich ein bisschen, So, jetzt fehlt uns noch das. Lasst uns das mal kurz basteln. Es klappt! Sehe jede Menge angeknackster Bytes! Bravo! Spitzenprogrammierleistung! So, jetzt haben wir alle Formeln, die wir brauchen. Und damit geht es jetzt zurück zum Turm. In den Knast halt, Gefängnismauern. So, wir fangen... Ah, sehr gut. Wir fangen hier oben an. Das heißt, wir müssen nicht mehr mit dem Wind warten, bis da Wind kommt, um hochzukommen. Dann nehmen wir wieder unser Ding hier. So, geht's hoch. Und mit dieser neuen Fähigkeit können wir auf die Mauer benutzen. Genau, und so kommen wir rein. Sehr schön. Und da haben wir Professor Azimuth. Und wir kommen auch hier direkt zum Gefängnishof wieder runter. Okay, sehr schön. Entschuldigen Sie, junger Mann. Man sagte mir, ich würde hier den Professor Azimuth finden. Kennen Sie ihn? Aber das bist doch du, Woodruff. Ich bin Professor Azimuth himself. Bin glücklich, dich wiederzusehen, Sohn. Wundere dich nicht, dass ich so jung bin, trotz meiner Knebelschaft. Ich setze meine Forschungen über die Zeit fort. Auch du hast dich verändert. Letztes Mal, als ich dich gesehen habe, warst du ein Steppke, der nur babbeln konnte. Der hat sich also tatsächlich verjüngt. Aber Sie sind ja mein Vater! Vater! Wie geht es Ihnen? Ich habe Ihre Nachrichten bekommen und werde Sie befreien! Glückwunsch! Du hast meine Hoffnungen weit übertroffen. Aber es ist noch nicht vorbei. Das Schlimmste steht noch bevor. Der Obersack muss weg. Ich kann bleiben, wo ich bin. Hier bin ich sicher, da der alte Gurgelabwürger mich braucht, um ihn zu verjüngen. Er ist verdammt gealtert, seitdem er vom Bösen besessen ist. Nimm diesen Wiebelfrotzer. Er ist es, der dich frühzeitig zum Mann gemacht hat. Du kannst ihn gegen den Obersack einsetzen. Okay. Wir haben also den Fiebelfrötzer, den wir gegen Obersack einsetzen sollen. Der hat uns vom kleinen Kind zum jungen Mann gemacht gehabt. Okay. Hat Azimuth noch was zu sagen? Ich hab schon einiges geschnallt. Brauch aber noch ein paar Erläuterungen. Gut, hör mir zu. Alles fing an, als die Menschen die Buzuk überfallen haben, um sie gnadenlos zu unterjochen. Sie stahlen die Würde und alles andere auch. Einige haben mir bereits davon erzählt. Die Menschen haben ihnen sogar ihr wunderbares Schriftsystem geklaut. Genau, aber die Buzuks hatten diesen Schatz, der ihr Volk völlig friedfertig machte, da ihr Bewusstsein vor dem Bösen geschützt war. Es gelang ihnen, das Böse in den heiligen Sprotz noch zu leiten und einzusperren, bei ihren echt okkultischen Zeremonien, die von den Mächtigen zelebriert wurden. Ja, und das Buzuk, das haben wir ja auch schon. Der berühmte Rat der Weisen. Und der Sprotznock? Wurde der auch geklaut? So ist es. Der Sprotznock ist während der großen Plünderei verschwunden.
Dann vergingen die Jahre. Eines Tages übernahm die rechte Backe des Präsidenten, besser bekannt als Obersack, eiskalt die Macht und etablierte so eine Art Diktatur in unserer Stadt, indem er den Präsidenten aus dem Verkehr zog. Ah, ich raff's! Das ist das sogenannte Zeitalter des Biestes! Aber was hat den Obersack dazu gebracht, so zu handeln? Nun, ich nehme halt an, der Sprotznock wurde gefunden und aus Versehen vom Obersack aufgemacht. Daraufhin breitete sich das Böse überall aus. Eine Welle des Vergessens erfasste die Butzugweisen und raubte ihnen nach und nach die Macht, die es ihnen erlaubt hätte, das Biest zu bekämpfen. Ja, das haben wir ja eigentlich auch schon von denen gehört und uns zusammenreimen können. Genau in dem Moment haben sie eingegriffen, stimmt's, Vater? Ja, während meiner zahllosen Kontakte mit den Butzug habe ich dieses Volk kennengelernt und bekam Lust, ihnen das zurückzugeben, was ihnen gehörte, vor allem die Hoffnung. Das war der Grund für meinen Vortrag über den Schnippel, ein mystisches Konzept, das eine Zeit des Friedens und der Harmonie verspricht. Aber damit haben Sie doch riskiert, den Zorn des Obersacks auf sich zu lenken. Der Beweis ist, dass er Sie entführt und eingekerkert hat. Ja, aber das hatte ich eingeplant. Ziel war es, günstige Bedingungen für das Auftreten einer positiven und kreativen Kraft zu schaffen. Das hat toll geklappt, da wirklich alle, Menschen wie Butzug, den Schnippel sofort für sich in Anspruch nahmen. Es fehlte nur der kleine Funken im Pulverfass. Ja, und das sind wir wahrscheinlich jetzt, ha? Sprechen Sie etwa von mir, Woodruff? Vollkommen richtig. Ich habe dich in aller Eile aufgenommen, da du, wie deine Eltern, ein gemischtes Mensch-Butzug-Paar den fiesen Biestern vor der Stadt vorgeworfen werden solltest. Ich las in deinen intelligenten Augen deine großen Fähigkeiten. Du warst etwas jung, aber das war nur eine Kleinigkeit für meine Wiebelfrotzer. Letztendlich nur ein Werkzeug in ihren Händen gewesen, Vater. Nein, du allein hast gehandelt. Geh, sei ohne Furcht. Hast eine tolle Zukunft. Okay, er hat also uns aufgenommen als, als der Funke, als der Schnippel, bla 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 und so weiter. Ach ja, der berühmte Rat der Weisen. Okay, jetzt haben wir alles wieder. Der auch geklaut. So ist es. Der Sprotznock ist während der großen Plünderei verschwunden. Dann vergingen die Jahre. Eines Tages übernahm die rechte Backe des Präsidenten, bekannt als Obersack, eiskalt die Hand und etablierte so eine Art Diktatur. Ich müsste ja mal wieder Luft reinlassen, glaube ich. Zu wenig Luft. Ah, ich raff's. Das ist das sogenannte Zeitalter des Biestes. So, dann lasst uns mal weitergehen, wenn ich wieder was machen kann. Nun, ich nehme halt an, der Sprotznock wurde gefunden und aus Versehen vom Obersack aufgemacht. Daraufhin breitete sich das Böse überall aus. Eine Welle des Vergessens erfasste die Butzugweisen und raubte ihnen nach und nach die Macht, die es ihnen erlaubt hätte, das Biest zu bekämpfen. So, jetzt können wir nämlich noch eine Sache machen. Lass uns erstmal zum Gefängnishof gehen. Ich frag mich, wo wir da jetzt rauskommen. Ach, da kommen wir raus. Und da kommen wir jetzt auch direkt wieder in die Zelle von Professor Dr. Azimuth rein. Auch nicht schlecht. Ist der eigentlich... Ja, wir können sogar dahin teleportieren zur Zelle. Nein, aber ich will erst einmal zum Turm der virtuellen Reise gehen. Und zwar wollen wir diese Hellsichtformel mit den Spieler bzw. mit den Becher einsammeln. Ah, ich hab's. Das Auge hat ein Loch und kann so beliebig verschoben werden. Das ist also dein Trick, Betrüger. Hier, das halte ich davon. Was soll's? Ich hab ja noch mehr. Okay. Ist es jetzt irgendwie runtergefallen? Wir haben den Dinger jetzt nicht mitgekriegt, oder? Nee. Ich wusste noch, dass wir den jetzt brauchen werden. Und da haben wir auch... Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Nicht machen? Okay. Aber wo ist das Ding jetzt? Beziehungsweise ist das... Ah, Moment. Das ist wahrscheinlich runtergefallen, hier runtergegangen, durch das Loch gekullert.
Dann müsste es ja auf der Treppenstraße sein. Ah, genau, da liegt's ja. Ein neues Auge. Das müsste doch passen für eine Verkleidung. Ja, es ist auch in der Verkleidungskiste drinnen. Sehr schön. Dann kommen wir da jetzt auch rein. Schön auf die Nase gesetzt. Hast du gut gemacht, Woodruff. Oh je, ich fühle mich plötzlich sehr beobachtet. Ich muss die Augen aufhalten. Ja, überall Augen hier, aber die stachen auch irgendwie alles so. Wir können auch nichts machen, wir bis auf die voll und ganz. Oh, meine kleine Voll und Ganz! Sie reagiert nicht mehr! Was ist ihr nur geschehen? Sollte man sie verzaubert haben? Wie auch immer, ich muss mich um sie kümmern! Ja, das sollten wir machen. Die Frage ist nur wie. Oh, meine kleine Voll und Ganz! Sie reagiert nicht mehr! Was Die ist ihr alle nur scheinen geschehen? irgendwie Sollte man wie sie verzaubert haben? eingestarrt zu Wie auch sein. immer, ich muss mich um sie kümmern! Okay, was haben wir denn? Haben wir irgendeine schöne Formel dafür? Die Gedächtnisformel wollen nicht, Heiterkeitsformel nicht. Diagnoseformel? Ich hab die Diagnose. Ich weiß, was sie hat. Sie wurde gebissen von dem Biest. Ah. In jedem verdammten Labor könnte ich das Gegengift herstellen. Oh, Labor, das ist doch ganz gut. Wir haben doch ein Labor, wo du auch schon mit diesen Proben rumgespielt hast. Ja, Versuchslabor war das doch. Er ist auch ziemlich versteinert. So, können wir mit diesen Proben denn ein Gegenmittel machen? Ja, er hat's mitgenommen. Das scheint also geklappt zu haben. Wir haben hier irgendwo ein Gegengift. Sehr schön. Dann mal zurück zu der Terrasse. Hier rein und dann überreichen wir ihr doch mal das Gegengift. Vom Biest wurde sie also gebissen. Das haben wir ja gesehen im Tropozoon, dass dieses Biest da aufgetaucht ist. So, jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Wie das funktioniert, muss sie das Gegengift selbst schlucken, aber sie reagiert nicht. Wenn wir einen Trichter hätten, könnte man sie einflößen. Ah, das funktioniert also nicht. Wie das funktioniert, muss sie das Gegengift selbst schlucken, aber sie reagiert nicht. Ja, okay. War eine blöde Idee, ich weiß. Ah. Ranblasen? Nee. Wie geht man ihr jetzt das Gegengift? Gesichtskontrolle mit ihr verwenden? Ja, ich weiß, der ist wirklich sehr, sehr lustig. Ah, Moment, Moment, haben wir hier ein Glas? Ah, dann lasst es uns doch mal. Habe ich es richtig ausgewählt? Nee, ich habe gar nichts ausgewählt gehabt. Mit dem Glas benutzen. Oh, wo bin ich? Ich fühle mich so schwach. Was ist passiert? So, jetzt können wir mit ihr reden. Geht es Ihnen besser? Ich bin es, Woodruff, den Sie am Tobozon gesprochen haben. Erinnern Sie sich? Sie haben mich eingeladen. Vielleicht habe ich Ihnen zu schnell vertraut. Sagen Sie mir, dass Sie auf meiner Seite sind. Nach allem, was mir passiert ist, bin ich misstrauisch.
Wir sind auf deiner Seite. Aber ich bin es, der sie von ihrer Verzauberung geheilt hat. Wer sagt mir, dass das kein Trick ist? Schließlich kenne ich sie nicht. Also, Sie wollen mir immer noch nicht vertrauen? Unmöglich. Es sei denn, Sie finden äußerst überzeugende Argumente. Ah. Aber ich bin... Okay, das wiederholt sich. Wir brauchen Argumente. Damit sie uns trauen kann. Was haben wir denn in unser Inventar dafür drinnen? Den Fiebelfotzer mit ihr benutzen? Glaube ich nicht. Den Schrotzbock vielleicht mit ihr zeigen, dass wir da was machen wollen? Nee. Ja, bloß nicht. Ja, ich weiß. Was ich mir vielleicht überlegt habe, vielleicht der Gedächtnisformel? Was können wir machen, damit sie uns vertraut? Hellsicht? Wohl eher nicht. Die Vergangenheitsformel? Mit ihr in die Vergangenheit gehen, damit sie sieht, was passiert ist? Auch nicht. Sie aufheitern? Oh, Tatsache? Oh Mann. Wir heitern sie auf und sofort vertraut zu uns. Auch irgendwie ein bisschen seltsam, meiner Meinung nach. Aber lass uns jetzt mal mit voll und ganz reden. Lieber Woodruff, verzeihen Sie mir, dass ich Sie eben zurückgewiesen habe, aber ich stand noch unter dem Einfluss dieser seltsamen Verzauberung. Miss Voll und Ganz, helfen Sie mir, zum Obersack zu gelangen. Ich glaube, dass er für das verantwortlich ist, was Ihnen zugestoßen ist. Und ich habe persönliche Gründe, auf ihn sauer zu sein. Er hält meinen Adoptivvater gefangen. Und er hat gnadenlos meinen besten Freund umgebracht, meinen Teddybären. Armer Woodruff, das ist tatsächlich sehr traurig. Ich kann Ihnen helfen, denn mein Fenster liegt dem Turm gegenüber, wo sich der Obersack seit kurzem mit dem Präsidenten eingeschlossen hat. Es gibt sonst keinen anderen Zugang mehr. Oh, da können wir aber was machen. Und zwar mit dem Wachsenzauber. Sie waren ihm sehr nah. Erzählen Sie mir mehr über dieses traurige Individuum. Ich war seine Freundin, bevor er irre wurde. Er war ein charmanter Mann. Eines Tages brachte er ein zylindrisches, hermetisch verschlossenes Gefäß mit. Er sagte, es handle sich um eine höchst seltene Buzuk-Reliquie. Ja, der Sprotzeldings. Er wollte sie um jeden Preis öffnen. Dies jedoch nicht vor neugierigen Nasen. Und da hat er dann das Böse rausgelassen. Was ist dann passiert? Danach hatte er ein böses Funkeln in den Augen, das mir Angst machte. Ab dann schlossen sich er und der Präsident in den Turm ein und begannen, die Probleme zu schaffen, die nach und nach unsere Stadt zermürben. Etwa zu diesem Zeitpunkt fing das Biest an, Opfer zu fordern. Als ich Ihnen das letzte Mal am Telefon von diesen Problemen erzählt habe, hat mich das Biest angefallen. Ich weiß nicht, warum es mein Leben verschont hat.
Und wie hat der Obersack auf den Schnibbel reagiert? Nun, um jene besser steuern zu können, die unter seinem Einfluss standen, schuf er eine Sekte. Die Anhänger des Schnibbel. Wissen Sie, er gilt als Meister der Kunst der Gehirnwäsche. Und wie hat okay, der jetzt wiederholt sich das Ganze. Okay. Nun, um jene besser steuern zu können, die unter seinem Einfluss standen, schuf er eine Sekte. Die Anhänger Ja, hat man schon. Wissen Sie, er gilt als Meister der Kunst der Gehirnwäsche. So, haben wir hier noch irgendwas, Hündchen? Ein nettes Hätschelhündchen. Ich hab's genau geahnt, dass genau das passieren wird. Also, vielleicht nicht ganz genau das, aber ja. Ich denke, so langsam nähern wir uns auch dem... Hast du ein lächerliches Pflänzchen? Muss das letzte sein, das noch offiziell in dieser Stadt existiert? Nur der Obersack kann dieses Privileg der voll und ganz erlaubt haben. Diese kleine Schwäche wird gewiss sein Verderben sein. So, ich denke, wir nähern uns langsam auch dem Ende des Spieles. So, aber erstmal eine Wachstumsformel auf die Pflanze. Sehr schön. Und damit müssten wir doch jetzt rüberkommen, oder? Zu der Wohnung des Obersacks. Sehr schön. Also, du Obersack-Marionette, endlich sehe ich dich vor mir. Jetzt wirst du für den Meuchelmord an meinem Teddy zahlen. Ich mach dich zu Pixels, die ich selbst in den vier Himmelsrichtungen und alle Winde verstreuen werde. Ja, gut. Ich denke, das ist ja das große Finale. Ich weiß nicht, ob sich das für eine neue Folge noch lohnt. Könnte sein, dass es jetzt in 5 Minuten vorbei ist. Könnte aber auch noch 10 oder 15 Minuten dauern. Es ist immer so eine Frage. Ich würde sagen, ich werde es mal so machen, dass ich erstmal auf Pause gehe. Oh, da muss ich ganz hoch scrollen, oder? Ja. So, dass ich dann hier speichern werde, dann beenden wir die Folge und in der nächsten Folge machen wir weiter. Und wenn es wirklich nur noch 5 Minuten sind oder sowas, dann schneide ich sie noch an die hier mit dran. Aber wahrscheinlich wird es dann eine etwas kürzere Folge in der nächsten Folge geben. Wird die nächste Folge etwas kürzer werden, so rum. Okay, leicht verwirrt. Wie immer, kennt ihr ja schon von mir. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Wahrscheinlich dann die letzte Folge. Oder wir sehen uns gleich wieder. Eins von beiden. Tschüss.